Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Spin Dials. Ja, in dieser Kunstraus, gut. Ja, Höllenaktion hier. Zusammen mit dem Glücki. Hallo! Muss mal gucken, Drehschirme rückwärts drücken. Das sieht aber auch gut aus. Was? Ein riesen Ding und dann sind Mütti-Wagen hinten dran. Ja, das ist der Einkaufswagen. Ach. Mein Freund, der am anderen Wald arbeitet, der sagt immer, ich fahr mit dem Rollator. Genau. Muss doch mal kurz vor. Das ist halt, wenn sobald ein Loch ist, Alter, da dreht der Drehschemel ab. Und deswegen auch Drehschemel. Verstehst du? Für abdrehen, ja. So zum Beispiel komplett auf der falschen Seite. Ich schraub den gleich vorne rum. Den, wenn man dann abreißt. Ja, auch nicht. Dann rum, rum. Und vor. Vorwärts, vorwärts. Die Steigung schaffen wir? Jawohl. So, müssen wir da jetzt überhaupt rein? Ich habe jetzt nichts gesetzt, weil hier sind auch schon Wege. Ah, hier vorne. Hier machen wir rechts rein und dann hier zur Stammausgabe. Das sieht nach einem großen Wendeplatz aus. Nur wunderbar. Hä? Hier ist auf mich selber gesetzt? Alles klar, da geht's noch rein. Ja, eng beieinander, muss man sagen. Ne? Hm. Und scheinbar für jeden Komforttyp was dabei. Ja, wo ist denn jetzt so die große Wendestelle, die ich gesehen habe? Ach, da hätten wir hinten rum rein gemusst. Ja. Dann sag, wo ich langfahren soll. Die erste gleich, also nicht da, wo ich rechts rein bin, sondern da gleich vorne. Die nächste oder was? Das ist der Ballwald. Jetzt hinten noch ein Weg. Der erste raus. Aber naja, das könnte schon schaffen, wenn du es vorne beim Dings hast geschafft. Ich fahr jetzt weiter. Ja, du musst aber dann irgendwo rechts rein. Naja, auch so da oder. Naja. Ja, du musst hier auf dem kleinen Platz irgendwo wenden, denn das nutzt alles nichts. Die haben ja die Baumstämme halt scheiße hingelegt. Ding hier welche, da welche. Ich stell den Hänger erstmal hinten ab. Du kannst aber dann, glaube ich, nicht einfach geradeaus rein. So, also direkt an die Ausgabe ranfahren, sodass ich zwischen dir und der Ausgabe stehen kann. Achso. Und dann fahren wir, ich würde sagen, einfach hier hinten raus. Alles klar. Irgendwie. Also, stell ich jetzt den Hänger ab. Den hängen wir jetzt einfach mal hier rein. Bom, 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 bom. Reichen. Zack. So, Hänger abstellen. Wo ist das denn? Greifer, Hänger lösen. Ey, das sind nur Stümpfe hier. Hat aber einer unsauber gearbeitet. Richtig, ich komme mit Vollgas. Ich weiß nicht, bei jedem Hupen, da fliegen bei mir die Möwen weg. Ich frage mich, wo kommen die Möwen her? So, wo sind der Mütti-Hänger? Ich habe schon gerade gesagt, den stelle ich ab. Ja, wo? Ganz vorne, da siehst du, es geht jetzt hier gleich vorne eine Straße rechts rum. Ja. Und geradeaus, und da geht noch ein Weg. Und da müsst ihr stehen, da müsstest du das Schwarze sehen eigentlich. Nö, aber okay. So, Handbremse rein, dann drücken wir. 5, 6, 7. Denk ich irgendwo drin? Nö, ne? Nö. Ja, schön. Erzeugen Mittelholz, hast du gesagt? Jo. Wie viele brauchen wir? Ich glaube 3 oder 2. Ich frag dir dann. Wenn du den ersten drin hast, kann ich dir sagen. So. Hi. Hört man von der Kamera her nicht. Wunderbar. Ding ist, das war unser. Sollten wir erstmal das Ziel auf der Insel hier beliefern. Dann kommen wir nämlich schon noch an Kraftstoff vorbei. Habe ich schon dabei? Naja, ich habe allerdings jetzt schon also 154 von 350. 400 habe ich dabei. Wow. Das reicht ja gerade mich immer voll zu machen. Ja, und ich habe ja noch 660 Liter. Üse.
Meiner schläft schon wieder. Und er ist aufgeschreckt. Wer haut da? Hm. Alter Kappel. So. Ja, am Pfarrerhaus dran. Naja, oben auf dem Ding bin ich, ne? Das war gerade vom Pfarrerhaus. Ich hab gedacht, nämlich, dass der Kran eigentlich schon vorne dran ist, aber nicht gut. Das habe ich jetzt zu spät gesehen. Komme ich jetzt nochmal hier vor oder rutscht da rüber? Einfach ein little bit Gas geben. Ja, oh, geh mal. Ach so, ja, vor. Ich. Stimmt. Wäre einfacher, wenn du vorwärst. Naja. Mensch. Ah, jetzt ist er schon drin. Habe gar nichts gemacht, aber ich kann ja nee, das, mein Bild vorwärmen. Das dran denken hat schon gelangt. Hm, klar. So wird's sein. Also, hoch, hab ich gesagt. Na, wo ist es denn? Kannst du mir übergeben? So, ja. Wie denn? Passt das überhaupt so von der Länge her? Es ist auf jeden Fall Mittelholz. Ja, das Problem ist, ja, aber. Ja, ich gehe. Du musst jetzt auf den Stamm draufklicken, dann krieg ich das nicht. Kann ich ja nicht. Kannst du nicht? Nö. Was ist das Gefühl? Aber das ist doch kein Kurzholz, oder? Doch, denke ich mich eher. Ich erzeug mal Kurzholz und schmeiß es mal drauf. Dann ist das hinten Mittelholz, weil hinten ist definitiv Medium. Ja, Gott sei Dank habe ich auch noch mal Dings dabei. Ja, ich stand halt nur da Log, ne, Log für Forst, ne, also für Holz und Trailer. Und da war leider auch keine Begriffserklärung mit dabei. Das ist ja das Problem. War denn da nicht hoch? Komm, zu schwer oder was? Oh ne, am Abchillen war er. Hoch, hab ich gesagt. Da, rum damit. Gucken. Ja, sehen. So. Sehen gut aus, ich lass gleich mal fallen. Helft, wieso sind die jetzt durchgefallen? Ja. Die waren da aber drauf. Die waren drauf, die sind aber durchgefallen. Was ist denn das für ein Scheißding? Da hätte ich jetzt weiter in die Mitte gemusst. Ja, nee, die sind einfach durch die Attitüde geknallt. Durch die Attitüde? Ja, wollte kurz mal ein Wort verwenden. Und, warte mal, ich. Upsala, sag mal. Raus da, hab ich gesagt. Ich versuche nochmal einen weiter in die Mitte zu legen. Also, ach, Vollidiot. Was denn? Ich muss doch ein Dings anhaben. Motor! Och, ja, hatte ich nicht. Entschuldigung. Noch zwei zu platzieren. Mittlere, ja? Mittlere, ja. Entschuldigung. Die waren es jetzt. Alle mal Fehler in die Kommentare schreiben. Darf ich das mit Großbuchstaben machen? Das darfst du auch mit Großbuchstaben machen. Aber nur der Klick. Funktioniert das mit der Kommentarfunktion? Das war zu weit. So. Sanft ab, sanft ab. Irgendwie chillt da hinten gerade komisch rum. Ich lasse ihn einfach fallen. Vier Stück hast du gesagt? Zwei noch. Nee, jetzt noch einer. Drei Stück müssen drauf. Drei Stück. Gut, Mittelstand. Ah. Ich glaube, das ist so nicht richtig. Nein.
blub. So, ich will erstmal raus. Wir müssen was sagst du? So, nee, nicht, dass du schon eine Ladung baust. Hat das gepasst? Das hat diesmal gepasst, ja. Ich bin der Krankenkamera, ich sehe gar nichts. Muss ich mal kurz gucken. Hinten war ja auch auf jeden Fall Mittel, ne? Ja. Wie dir das hier so am liebsten ist. So. Körpern. Und hoch, 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 hoch. Wohl dieses Mittelding, wisst ihr im Endeffekt, wie wird's angezeigt, wenn man kurz hält. Hm, kannst du noch ein Stück vor? Vorfahren? Oder? Ich kann vielleicht so noch ein bisschen. Jetzt muss es gehen. Ne, noch im Über. Halt. Pass auch gerade so rein, siehst du das? Ja, ja. Aber das ist 100% Medium. 100% Medium, ich mag's lieber durch. Hey, warte, jetzt kann ich aber... Übernehmen? Den kann ich nicht übernehmen, nein. Na, dann hast du hinten Langholz, ja? Das soll, ja, der passt doch gerade so rein, hast du gesagt. Ja, das ist kein Langholz. Ja, dann ist es ja kein Langholz. Ja, aber das ist doch nicht Kurzholz. Nee, das ist es auch nicht. Ach so, warte mal, warte mal, warte. Ach. Fuck, ist es einfach. Alles klar. Muss ja V drücken. Jo, musst du. Oh, ich wieder rausfallen. Ausgefallen. Ladungsberechtigung erteilt. Ja, so großzügig bin ich. Ja, ja. Ach halt. Mal zeigen. So. Ach, da ist der Gebrauchswagen, alles klar. Jetzt ist ne, wa? Kann ich überdreck die Scheibe bei Macros, würde ich sagen. Wenn du jetzt erst siehst. Es war halt dunkel. Das ist bei mir so hell. Ja, aber. Zu dem Zeitpunkt. Runter dann mit. Noch eins zu platzieren? Oder? Ja. Ja, noch eins zu platzieren. Oh, ne? Verstehe ich zwar nicht, aber... Ach, nee, warte mal, der eine hängt. Ja, egal, haut drauf. Bei der eine da hinten so ein bisschen in der Luft hängt, akzeptiert er den nicht. Die müssen alle glatt auf dem Boden liegen. Oh. Oder Kleid auf dem Boden liegt. Hallo. Oh.
Decks. Das wieder rein. Doch, ging auch ganz gut, dafür, dass ich sonst nicht reinfahre. Ach halt, ich muss ja mir auch noch was mitnehmen. Ne, halt, du hast jetzt Zwimmermittel, ne? Ich habe jetzt Zwimmermittel, ja. Ja gut, dann brauche ich ja nichts mitnehmen. Wissens für das letzte Ding jetzt. Wir fahren jetzt zu dem Ziel, was unten bei uns gleich in der Mitte ist, ne? Ja. Scheiße. Ja. Dann tu ich mir den mit rein. Du musst deine Karre da mal aus dem Weg machen. Du solltest eigentlich auch rechts rumfahren, ne? Rechts rum? Hier ist rechts rum nichts. Bei mir sieht das gar nicht so aus, als hättest du hinten Ladung drauf. Nee, weil kann ich ja auch noch nicht, weil ist ja alles uneben. So. Guck mal, ob ich hier vorbeikomme. Sag Schaden, Schaden, Schaden. Jedes Teil macht dir Schaden. Aber du sollst hier dann rechts rum, ne? Und hinter dem Stapel, den du rechts von dir siehst, da wieder vorne raus. Ach so. Weil hier hinten geht's nirgendwo hin. Du siehst, da ist Ende. Also. Wir müssen erstmal vorne wieder versuchen, auf die Straße zu kommen. Irgendwie. Oder ist das hier null ein Wendepunkt? Nee, aber anders geht es ja nicht. Du musst jetzt weiter rechts, ne? Schön um den Haufen rum. Bist du eigentlich überall Baumstämme, wie du siehst. Ja. Ich hab so nicht gearbeitet. Mir darfst du das nicht sagen. Das wird ja nichts. Soll ich dich ein bisschen herziehen zu mir? Na, ich muss kurz gucken, ob ich hier aktuell die Pfeile zeichnen ja alles an. Also richtig. Hoppala, was hab ich jetzt gemacht? Oh, den Baumstamm. Warte mal, kann ich die umdrehen? Ja, die kann ich umfingen. Ja, ja, die kannst du drüber fahren. Macht halt nur Schaden. Nö, wenn du langsam machst, nicht. Rückwärts. Und ich hab den wieder dran. Uiuiui. Beim Stemmen, das ist schon eine Freude hier. Ja, komm. Bleibt selbst das große Ding ein. Komm. Jetzt hat er's. Jetzt hat er's. Denkst du? Ja. Sehr schön. Bitte. Sind meine Punkte hier. Hä? Gott, wo ist der mittlere Punkt? Ist weg. Okay. Ich zieh einfach nur, sonst reißt es mich hier im Wald rein. Gut, es reißt mich auch so im Wald rein. Nee, ich krieg jetzt nicht um! Das ist Fahren wir da lieber hinten dran. Oh, oh, Baum. Kommst du so noch hinten an meinen Arsch rein? Na? Das ist zu weit weg. Ja, scheiß Kamera. Ah ja, geht. Ach, du bist ein Hänger direkt, okay? Guck mal, der fliegt! Der zieht zwischen meiner Maschine und dir das Ding. Moment, Moment.
Ja, jetzt steht's bei mir auch unten dort, wenn du ziehst. Zieh hin. Geht da was? Ja, minimal, aber. Aber ich kann nicht fahren. Geht vielleicht mehr. Alles klar, jetzt nicht mehr. Warum? Jetzt häng ich am Baum. Aber jetzt musst du dich quasi ranziehen. Was siehst du? Siehst du das eigentlich, wie der Baum wackelt? Nein. Dazwischen Hänger und Dings ist? Nein, nein. Das sehe ich nicht, aber. Kannst du mir durchaus vorstellen. Ich muss das. Das ist natürlich jetzt so selten dämlich schon mit dem Baum. Bin ich umfahren. Kommst du voran? Nö, kein Zentimeter. Wollen wir jetzt durchziehen nochmal? Nö. Gibt's doch nicht. Jetzt den Böhm da weg. So, jetzt. Oh la la. Versuch mal deine Winde an meinen Arsch direkt dran zu machen. Also hier von der Maschine. Gibt's keinen Punkt, jedenfalls gerade noch nicht. Ja, ein Stück näher. Oh, der Hänger, das sieht nicht gut aus. Aber weißt du, bevor ich den jetzt umkippe, gebe ich dir erstmal Kraftstoff. Oh, ein wenig Kraftstoff. Ich bin voll. Du hast keinerlei Beschädigung? Nö. Okay. Warte mal. Kommst du jetzt ran? Nö, komm ich gar nicht. Ach, das da ist Mist. Warte mal. Ach, was macht denn der Hänger? Ich stell den kurz draußen ab. Da backt. Was ist denn da los? Jetzt backt er aber um hier. Komm gleich wieder zu ihm. Hallo. Ja. Und um und hinstellen. Ich wäre wohl nicht gerade, dass du wieder dagegen fährst. So. Lösen. Da. Und los. So, bist du jetzt da? Falsche Orientierung verloren. Nee, halt. Komplett falsch. Hier und jetzt wieder links. Hier müsste es so sein. Hey, hä? Ist blöd? Bist klar, komplett blöd. Wo bist denn du? Ich hab den jetzt abgestellt mit einfach der nächste wieder rechts rein. Jetzt war ich an der alten Stammausgabe. Ach du Heimatland. Guck mal auf die Karte, sag, wenn ich schnell rein muss. Jetzt? Nee. Jetzt. Wenn nicht der nächste. Jetzt. Ach, hier. Ey, 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 du machst Sachen. Gerade ich. Gerade ich. Na, hallo. Da hängt er mit seinen Straßenreifen. In der Bordeaux. Ach, kann das sein, dass du hinten mit dem Hänger an dem Bild bist? Nö. Das wäre ja zu einfach. Der kriegt's ja hier nicht weiter geschoben. Komisch ist. Aber da hinten sieht so aus, als wäre rechts neben dem Hänger irgendwie ein riesiger Stumpen, wo das Ding hängt. Ja, so. Kriegt halt einfach hier auch Auftrieb. Jetzt. Hat er doch angeruckt, jetzt geht er so. Gut. Denn jetzt hängt der Hänger nämlich hinten auf dem Stumpen, oder? Na, jetzt weiß ich nicht, was jetzt das Problem ist. Kannst du ihn jetzt laden? Das hängt jetzt relativ gerade. Oder? Bringe dein Fahrzeug in Position. Nee, noch nicht ganz. Aber jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt drehe ich mal kurz um. Versuche dich gleich so rauszuziehen, komplett.
ist denn hier? Hinter mir. Winde noch dran? Klar ist die Winde noch dran. Hey, ich hab doch gerade auf X gedrückt. Nein, jetzt. Warte mal. Wer hält mich fest? Ja, man merkt schon, das wird ja ein größeres Abenteuer als wie das letzte Mal. Minimal. Aber nur minimal. So, fangen Sie mal an. Der kleine Schlawiner. Hinten oder so mittig? Ja, ja. Oh, hinten. Und so. Muss ich ja ein bisschen von dem Stamm erstmal rüberkriegen nach links. So, Achtung, ich komme jetzt ein Stück zurück, vorne nicht anziehen. Machen wir das nochmal mit Schwung. Und los. War jetzt nicht so viel Schwung irgendwie. War hängt hinten direkt auf dem Dings drauf, oder? Ja, der Hänger braucht ein bisschen Power, um den Hang da hochzukommen, ha? Nee, das. Ey, ich glaube, da hängt ein Stumpen zwischen den Achsen vom Hänger. Sehe ich nicht. Das ist halt von der Dings her ein bisschen zu. Muss man rauswippen. Und wieder zu. Und drum. Hier nur durch. Ja, wenn ich hinten die Binde hinten an den Hänger machen, müsste ich den noch ein bisschen nach links gezogen kriegen, oder? Theoretisch ja. Machen wir das. Halt. Ab. Wobei? Uwa. Ah, da hängt doch hier vorne hängt so ein Stumpen drinne. Zack, Winde ran. Gibt es nicht. Ist. Ja. Du hast vorne nämlich am Hänger leider keinen Windenpunkt. Guck mal, was ist denn das? Nee, das war jetzt. Das war ein Boom. Na gut, dann versuch es mal hinten. Ne, das war auch ein Baum. Das war kein Baum. Gehen mal ein bisschen rüber. Ja, da hängen nämlich nur auf den scheiß Stamm drauf, oder? Ich löse. Vor ein Ding, da hängt direkt hinten zwischen der Achsen. Na geil. Das lag nicht an der Power. Links oder rechts auf der Straße? Ich würde sagen rechts rum, oder? Dann rechts noch rum. Mal. Ja, machen wir rechts rum. Wir versuchen die Straße eben mal da außen rum zu fahren. Und du versuchst erstmal das Ding anzuhängen. Du siehst ja, wo mein Trailer steht. Da müsste dann rechts hier irgendwo in der Ecke stehen. Also am besten gleich auf die linke Spur dann. Naja, ja. Da hinten. Ja, da ist ja, ne? Ist ja links von uns. Also von dir aus links. Ja, Fahrzeug in Position. Ich fahr nochmal fix vor zur Werkstatt und hol nochmal 4 Werkstattpunkte. Ja. Den Hänger. Ja gut, den lasse ich jetzt so stehen. Das ist wurscht. Dann. Dort in der Nähe sind nochmal. Kannst du schon mal dort vorfahren? Also ich mal kurz gucken, bis er die Scheiße hier akzeptiert. Also das war ja bei dem schon das letzte Mal ein Problem, ne? Naja, es geht ja, nee, das ja nicht. Es ging ja darum hier, da muss ich auf einer, jetzt, leck mir am Arsch, auf einer geraden Ebene stehen. Umziehen bitte. Alter, Vater, Freunde. Ja, ist mal eine Doppelfolge geworden, würde ich sagen.
Däumchen da lassen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.